Danke. So, schnell das zweite Schwertchen in die Hand. Pfeile habe ich ja nicht viel. Ich habe ja nur 5 noch. Super. Jetzt hole ich hier mir mal das Gold raus. Ach, da brauche ich die Eisen, natürlich. Ganz vergessen. So. Da ist auch eine Höhle. Ah! Wo schießt der schon wieder? Stecken der... Hä? Steckt ja voll ungewöhnlich drinnen. Komisch. Ich fackel hier mal alles ab. So. Hier planschen Creeper unten rum. Super. Mit denen habe ich auch noch was Lustiges vor im Texture Pack. Die Federn kann ich verräumen, so. Mache ich die erstmal kaputt. Aber das seht ihr, glaube ich, noch früh genug dann. Ich wollte jetzt nur mal mein Texture Pack ein bisschen reinhauen, damit ihr seht, dass es vorangeht und ich mache das Lied weiter. So, back to game. Dass ich nicht einfach nur Floskeln schwinge, dass ich hier selber was machen will. Sondern, dass hier wirklich was vorangeht. Oder dass ich auch wirklich dran arbeite. So. Achso, ich könnte hier noch eine Fackel rein, ja. So. Hier ist alles ausgefackelt. Hier kann nichts hochkommen. Hier ist ein nicht unbedingt ein Loch. Ich höre schon wieder ein Zombie stöhnen. Mein privater Fanclub. Wow. Ins Auge. Und nochmal. Und nochmal. Ich hab doch noch einen gesehen. Wusste ich's doch. Zack. Ah, scheiße, Pfeile am Ende. Uncool. Komm her, hier. So. Oh mein Gott. So, hier mal ausgeleuchtet. Ah, das ist mal wieder eine Höhle nach meinem Geschmack. Groß genug. Vor allem mit der Eisenrüstung geht's noch eher als komplett ohne Rüstung. Alter, ist es groß hier. Gut, ist keine Schlucht. Aber was soll's? Ich dürfte mal anfangen, die Sachen hier aus der Wand zu schlagen. Dass ich mal ein bisschen was in Sicherheit bringen könnte. Weil wir brauchen es ja. Dass wir uns schöne Sachen machen können. So. Hier noch das Eisen raus. So. Bäh. Bäh. Ah. Er hat mich entdeckt. Ja, genau, 2 Stück von der Sorte. Ja, spreng sie, spreng sie. Und dann komme ich nicht hin. Danke. Ah, verflucht. Egal, wenn ich nicht hinkomme zum Töten, kommt sie hoffentlich auch nicht zu mir, um mich zu töten. So. Es ist mir hier sehr suspekt. Ich habe Angst.
Ich habe so viele Zombies am Ohr. So, jetzt gehen wir mal wieder hier lang. So. Hier mal die Eisen. Das Eisenerz hier rauskloppen. So. Oh, das war's eh schon wieder. Noch reinfackeln. Kohle braucht man natürlich auch jede Menge. Haben wir eh schon wieder so wenig. Zumindest dabei. Nicht, dass wir nicht mehr ausleuchten können. Hier stöhnt alles. Das ist ja abartig. Da kriegt man ja Anfälle. Ach ja, Lapis. So, es wird leiser am Ohr. Juhu. Das Gestöhne und Gezetere. Aber trotzdem immer hellhörig bleiben, weil sonst ist man schnell mal im Arsch. So. Ich bräuchte noch mehr Eisen. Diamanten wären auch cool, wenn wir finden würden. So. Eine Fackel hier rein. So, wo munte ich den hin? Da war ich noch nicht. Oh, Zombie. Zombie-Alarm. So, tot. So, erstmal wieder alles in Ruhe ausleuchten. So. So, hier sieht safe aus. Ich höre keinen Zombie mehr stöhnen. Das finde ich toll. So, das Eisen nehme ich auch dankenswerterweise mit. So, da noch ein und da noch ein. So. Mal gucken, wo es hier lang geht. Oh, Eisen. Erstmal das Eisen aus der Wand geschlagen, wie immer. Erstmal die wertvollen Sachen. Dann kommt hier eine hin und hier eine. Dann gucken wir mal, wo es hier lang geht. So. Da. Oh, mein Eingang. Toll. Also, geht's hier irgendwo lang? Na, wieso nehme ich nicht die Schaufel? So, hier geht's nirgends hin. Hier geht's auch nirgends hin. Dann gehen wir wieder runter. Ich könnte das Schwertchen in die Hand nehmen. Wäre vielleicht nicht so unklug. So, sind wir auch wieder. Erstmal gucken, ob die Lage noch safe ist. Was ist hier oben? Ach, das Loch. So. Dann gehen wir dahinter in die dunkle Ecke. Ey! Was soll denn die Kacke? Vom ohne Sound hier angeschlichen kommen. Ich könnte was fressen. So. Nicht, dass wir hier verrecken, nur weil ich nichts fress. So. Ah, so leuchtet man nach und nach mal die Höhle aus. Oh, Zombies. Schnarr. Ich glaube, ich darf mir mal Fackeln nachproduzieren. So. Huch. So, 64 Stück. Was wir hier immer bei den Höhlentouren am Fackeln verbraten, das ist ja brutalst. Oh, da kommt noch so ein munterer Geselle.
Danke. So, hier waren wir auch schon. Irgendwann mal. So, hier noch eine her. Soll ich mir hier mal das Eisen aus der Wand? Wo ist eigentlich die Spalte hingekommen? Ich habe jetzt schon 1,5 Wochen nicht mehr gespielt, deswegen weiß ich schon wieder nicht mehr, wo hier die Spalte war. Ich wäre gerne in der Spalte spazieren gegangen. So. Eisen mitgenommen. So, da drüben wäre noch Kohle. Hier kommt ein Zombie. Komm auf die Mütze, Junge. Und nochmal. Komm. Braver Zombie. Wenn man davon sprechen kann. Ob es überhaupt brave Zombies gibt oder nicht. Hier ist es dunkel. Das gefällt mir nicht. Deswegen leuchte ich aus. Und das auf der Stelle. So, wo geht's hier hoch? Keine Ahnung. Erstmal hier runter. Ach, hier wollte ich ja vergebens das Wasser ausknipsen. Oh, Eisen. So. Wieder das Schwertchen gezückt. Und hier mal um die Ecken geglinst. Ih, die Decke ist undicht. Oh. Hier noch eine hier. Hier ist alles... Ah, ich habe sie gefunden. Boah, jetzt wäre ich beinahe runtergefallen. Vor allem, ich sehe da schon wieder ein Skelett. Unsere schöne Lava-Höhle. Gibt es hier auch irgendwo einen Stollen? Wäre schön. So, jetzt hole ich das hier raus. So. Mein Inventar ist eh schon wieder fast voll, das ist eh. Puh, das ist ja nicht normal. Ich müsste eh fast wieder mal zurück. Bisschen was ablegen. Nicht, dass ich hier drauf gehe und alles verloren ist. Ich sehe dich, Creeper. Da drüben bist du mir lieb. So. Solange mich hier kein Skelett runterholt, ist mir alles Wurst. So. Jetzt mache ich hier mal ein bisschen breiter hier. Ja, genauso. Kann man ja nicht anbieten so. Jetzt haben wir es. Oh mein Gott. Sag ich hier mal ein bisschen aufhübschen. So. Die Spitzhacke gezücht. So. Bam, bam, bam. Bam, bam. Da unten ist Kohle ohne Ende. So wie es aber aussieht, war ich da drüben schon, aber hier noch nicht. Lapis Lazuli sehe ich da unten. Und eine Höhle hier. Na super.
Da ist ein Loch in der Decke.